Haben Sie in Armani? 2-1 gewonnen, 3-1 gewonnen beim VfL Osnabrück. Die Fortuna hat in den letzten 25 Jahren, glaube ich, hier in Osnabrück noch nie verloren. Warum fühlt man sich hier in der Bremer Brücke so wohl? Ja, ich muss schon sagen, das hat was Besonderes hier, wenn man hier so reinfährt, das ist alles so eng. Selbst mit dem Bus zu parken, ist schon sehr eng hier. Ja, die Tribüne, das hat so ein bisschen englischen Flair und es macht schon Spaß, hier zu spielen. Ihr seid sehr gut reingekommen. Ich fand euch vor allem in der Defensive sehr fokussiert und stabil. Wie hast du das erlebt? Ja, wir wollten halt. Ne? Wir müssen auch im Hinblick auf das Pokalspiel und auch das, die Bedeutung des Spiels für Osnabrück, wollten wir hier Paroli bieten und wollten halt erstmal defensiv halt gut stehen. Und das ist halt gut gelungen. Und wir haben halt vom Gefühl her auch uns sehr wohl gefühlt und konnten halt immer wieder nahe Schüsse setzen. Du konntest dich heute mit dem Doppelpack eintragen. Du hast letzte Saison hier schon das entscheidende Tor gemacht. Warum klappt es bei dir hier in Osnabrück ganz gut? Ja, man kann nicht sagen. Also irgendwie, vielleicht hat jeder Spieler so einen besonderen Gegner. Bei mir ist es vielleicht aus VfL Osnabrück. Warum war das, warum war der Sieg heute, auch wenn es für euch um nichts mehr ging, trotzdem wichtig im Hinblick aufs Pokalfinale? Ja, erstens das Selbstvertrauen, das wir jetzt dadurch gewonnen haben, hier auch zusammen. Wir können immer nachlegen und auch wenn wir mal in keiner Drucksituation sind, dass wir auch trotzdem eine konzentrierte Leistung abliefern können und ja, einfach nur für das Selbstvertrauen. Danke dir. Bitteschön. Lars Bender, 2-1 gewonnen beim VfL Osnabrück. Glückwunsch, war eine starke Leistung. Was war der Schlüssel zu dem Sieg heute? Ja, wir sind heute, glaube ich, perfekt als Mannschaft aufgetreten. Das, was wir uns vorgenommen haben, hat zu 100% funktioniert. Vielleicht ja, bei dem Gegentor vielleicht nicht so, waren wir mal kurz unaufmerksam. Aber ich denke, wir haben heute wirklich leidenschaftlich gespielt und sind verdient als Sieger vom Platz. Es war der dritte Auswärtssieg in Folge. Die Fortuna ist nicht unbedingt als Auswärtsmacht verschrien. Warum klappt es aktuell so gut in der Fremde? Ich weiß nicht, vielleicht ja, liegt uns das, dass wir auch gegen gute Mannschaften spielen, die das Spiel machen müssen und dann auch sehr positionsreich agieren und ja, das ist vielleicht der Schlüssel im Moment. Jetzt ist ein Haken an die dritte Liga gemacht, war das letzte Spiel heute, es gibt noch ein Highlight, wie ist der Fahrplan bis zum Spiel in Bonn? Ja, ich glaube, wir haben jetzt bis Donnerstag frei und ab dann ist der Fokus auf das Pokalspiel gerichtet. Tim Bus, 3-1 gewonnen beim VfL Osnabrück zum Abschluss der Saison. Glückwunsch, was war der Schlüssel heute? Ja, ich denke, heute haben wir nochmal alle zusammengehalten. Jeder hat für jeden gekämpft. Und ich denke, dass wir ja, aus der guten Phase am Anfang von Aue, auch wenn es nur 10 Minuten waren, da angeschlossen haben mit Elfmann und ja, dann am Ende auch verdient gewonnen haben. Ich fand euch in der Defensive sehr stark, sehr stabil, habt nicht so viel zugelassen. Wie sehr ärgert es dich, dass dann trotzdem ein Gegentor steht? Ja klar, ein Gegentor ärgert einen immer, aber im Endeffekt gewinnen wir 3-1 und dann ist auch alles gut. Wie ist jetzt der Fahrplan zum Spiel am 28. Mai gegen die Viktoria in Bonn? Jetzt schalten wir erstmal ein paar Tage ab, treffen uns am Donnerstag wieder und dann gibt es der folgende Podcast als Fokussierung des Pokalfinales und dann haben wir Viktoria weg. Danke dir. Uwe, 3-1 gewonnen zum Abschluss der dritten Liga beim VfL Osnabrück. Glückwunsch. Bei der Fortuna waren diese 5 Heimniederlagen ein großes Thema. Es ging für euch um nichts mehr. Für Osnabrück ging es noch um die Qualifikation für den DFB-Pokal. Trotzdem zeigt die Mannschaft eine sehr überzeugende Leistung, gewinnt verdient. Wie stolz macht dich das? Ja, prinzipiell war es mir erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir heute mit einer guten Leistung, völlig unabhängig vom Ergebnis, die Saison beenden. Denn wir haben ein wahnsinnig wichtiges Spiel noch vor der Brust in 2 Wochen. Und ich glaube, da tut es einfach gut, mit einem gestiegenen Selbstbewusstsein in dieses Spiel zu gehen. Also diese 2 Wochen Pause mit einer heftigen Niederlage und einer Nichtleistung wären mit Sicherheit deutlich schwerer zu coachen gewesen. Insofern bin ich erstmal sehr, sehr froh, dass das heute so gut ausgesehen hat. Des Weiteren, glaube ich, war einfach wichtig, dass Spieler wie Borneo oder Ferro heute zurückgekehrt sind, dass wir mit unserem angestammten Innenverteidiger-Duo mal wieder spielen konnten. Da merkt man schon, dass da die Abläufe einfach sitzen zwischen den beiden und die sich auch im Duo einfach sehr, sehr wohl fühlen. Dadurch hast du eine gute Ausstrahlung. Ich muss heute sagen, die läuferische Leistung von Spielern wie Damani, Schröder oder Bender, die war absolut herausragend. Ich habe wieder diese enorme Zweikampfstärke von Kusi Kwame gesehen, der sich richtig in Zweikämpfe hineingebissen hat. Tim Boss hat eine sehr, sehr gute Ausstrahlung gehabt. Marco Königs ist immer sehr, sehr gefährlich. Insofern war das heute eine Rückkehr, glaube ich, auch zu den Faktoren, die uns einfach in der Saisonphase sehr, sehr stark gemacht haben und die wir logischerweise im Endspiel auch benötigen, wenn jetzt Julius Regenerations
Phase auch tatsächlich so weit abgeschlossen ist, dass er in der kommenden Woche schon trainieren kann, dann glaube ich, dann können wir durchaus positiv auf dieses letzte Spiel blicken. Natürlich ist es auch wichtig, dass die Mannschaft jetzt in dieser Situation, in der wir natürlich auch beobachtet wurden von der gesamten Liga, dass wir dort eine gute Leistung gezeigt haben, dass wir erfolgreich diese Saison zu Ende gespielt hätten haben. Denn ich glaube, man sieht heute schon, dass Magdeburg mit Sicherheit unfassbar jubelt, weil sie durch den vierten Platz die DFB-Pokal-Qualifikation schon sicher haben. Und das hat natürlich nur etwas damit zu tun, dass wir heute dieses Spiel gezogen haben. Insofern glaube ich, ist es dann auch einfach eine saubere Geschichte in Bezug auf den Wettbewerb. Ich glaube, dass wir in Ansätzen, auch wenn das nur 10 Minuten waren, auch schon eine sehr, sehr gute Organisation gegen Aue auf dem Platz hatten. Da haben wir eben einen entscheidenden Fehler gemacht, über den wir in dieser Woche geredet haben, in Bezug auf das Spielen der Viererkette. Durch die rote Karte waren wir natürlich dann in der Situation mit dem 0-1 durch den Elfmeter, dass wir die nächsten 80 Minuten nicht mehr so sauber bewerten konnten. Das war läuferisch okay. Organisatorisch okay, aber hat natürlich nichts mit einem offenen Spiel zu tun. Deswegen, wir wollten auch gegen Aue schon absolut eine Top-Leistung bringen und der Liga zeigen, dass wir da als Zünglein an der Waage sein können. Heute haben wir das dann auch sauber durchziehen können und das ist mir dann einfach auch wichtig, dass dieser positive Eindruck der Mannschaft einfach auch, glaube ich, zum Abschluss einer Saison irgendwo bleibend ist und nicht diese 5 Heilniederlagen. Am Ende stehen jetzt 69 Gegentore für die Fortuna. Das sind die drittmeisten aller Drittligisten in der Historie. Trotzdem würdest du zustimmen, dass vor allem die gesteigerte Defensive der ganzen Mannschaft heute der Schlüssel war hier in Osnabrück? Ja, also insgesamt muss man schon sagen, dass wir heute lange, lange Zeit ein gutes Spiel gegen den Ball gemacht haben. Mir hat die Phase um das 1-1 auch nicht gefallen. Dann da sind wir wieder so ein alte Muster zurückgefallen. Da haben wir im Strafraum nicht sauber und unendlich verteidigt. Da haben wir ein bisschen zu wenig Körperkontakt gesucht. Da decken wir nicht sauber vor. In solchen Phasen muss eigentlich das Spiel für die Innenverteidiger muss einfach eine Freude werden, also jeden Ball zu verteidigen und irgendwo einen Gegner abprallen zu lassen, so eine eigene Stärke zu entwickeln. Mit dem 2-1 ist das dann aber wieder irgendwo da gewesen. Man muss mit Sicherheit auch sagen, dass Tim eine hervorragende Ausstrahlung hat, auch viele wichtige Bälle gehalten hat in der Phase, hat eine sehr, sehr gute Ausstrahlung auch auf die Gruppe gehabt. Das ist mit Sicherheit auch gerade im Hinblick auf das Endspiel ein wichtiger Faktor. Aber es stimmt schon, dass wir in dieser Konstellation mit Flottmann, Uaferro, Hörnisch und Quare mit Sicherheit sehr, sehr viele gute Spiele gemacht haben, auch viele, viele Spiele gemacht haben, wo wir zu Null gespielt haben oder wo wir erst ein Gegentor bekommen haben, nachdem die Spiele für uns eigentlich schon entschieden waren. Ich denke gerade an unsere Heimspiele. Und das sollte uns dann Sicherheit in dieser Konstellation geben. Wir mussten in den letzten Wochen gerade in Heimspielen relativ viel mussten wir improvisieren und das hat uns dann natürlich in der Leistung auf dem Platz nicht gut getan, darf aber keine Entschuldigung sein für 5 Niederlagen. Ja, ich habe mal vor dem Spiel geguckt, die Fortuna hat in diesem Jahr die meisten, also im Schnitt mehr Punkte zu Auswärts geholt als zu Hause. Jetzt steht der dritte Auswärtssieg bei der Fortuna in der dritten Liga zu Buche. Ich glaube, das gab es auch noch nicht in der letzten Saison. Wie froh macht es dich, dass man das Finale in Bonn austrägt? Ja, man könnte jetzt sagen, es ist ein gutes Omen. Ich glaube, dass sowieso diese Saison wahnsinnig schwer zu analysieren ist für mich als Trainer. Auf der einen Seite haben wir eben diese ganz, ganz hohe Zahl an Gegentoren. Wir hatten diese wahnsinnig schwache Phase im Herbst, wo wir ja nicht konkurrenzfähig waren. Dann muss man sagen, haben wir uns vor allen Dingen zu Hause berappelt. Da waren wir eine absolute Macht und haben eigentlich die Grundlage zu Hause gelegt, sehr, sehr schnell, ganz, ganz weit weg von den Abstiegsplätzen zu sein. Dann kam wiederum genau der umgekehrte Faktor. Wir haben die Heimspiele nicht gezogen, aber kann sich ja gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir weiterhin so heimstark geblieben wären und hätten tatsächlich diese Auswärtsqualitäten auf einmal entdeckt. Das ist in der Rückrunde so, wenn ich dieses Aalen-Auswärtsspiel noch mitnehme, dass wir, glaube ich, 15 Auswärtspunkte in 9 Spielen geholt haben. Das ist dann schon eine richtig herausragende Hausnummer. Deswegen, es ist sehr, sehr komisch. Die Saison dieses Jahr so sauber durchzuanalysieren. Es gab sehr, sehr viel Auf und Ab in ganz, ganz vielen Bereichen, die eine Analyse notwendig machen. Unterm Strich, glaube ich, stehen aber 49 Punkte, die für uns als einen dieser potenziellen Abstiegskandidaten im allerhöchsten Maße respektabel sind. Wie die dann zustande gekommen sind, inklusive des Torverhältnisses, das müssen wir mit Sicherheit im Detail auch nochmal durchanalysieren. Aber de facto ist das Ergebnis, was wir am Ende erzielt haben, glaube ich, für uns eine herausragende Leistung. Jetzt kann man die Liga zur Seite schieben. Ich glaube, ihr habt 4 Tage Pause. Am Donnerstag geht es, glaube ich, weiter mit dem Training. Wie optimistisch bist du, nachdem jetzt Hörnig und Uaferro wieder zusammenspielen konnten? Andersen wurde, glaube ich, heute geschont. Wie optimistisch bist du, dass du am Donnerstag alle Jungs am Trainingsplatz hast?
Naja, es sieht gar nicht so schlecht aus. Michael Kessel wird nächste Woche wieder mit Ball trainieren. Der Johannes Rahn wird wieder ins Training einsteigen. Natürlich hoffe ich, dass der Christopher Andersen zurückkommt. Natürlich gehe ich davon aus, dass der Julius tatsächlich am Donnerstag schon wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Und dann haben wir natürlich eine absolut schlagkräftige Truppe. Ich glaube, das ist dann fast die Idealkonstellation. Die müssen wir dann logischerweise auch erstmal bis zum Endspiel durchkriegen. Und natürlich haben die Spieler Nachholbedarf, aber einen Michael Kessel von der Bank ausbringen zu können, einen Johannes Rahn von der Bank ausbringen zu können, das ist natürlich immer eine fantastische Situation. Und wenn wir Jada Königs vorne wieder zusammengefunden haben, dann bin ich mir auch sicher, dass wir unser ohnehin schon sehr, sehr gutes Offensivpotenzial dann nochmal erhöhen können. Insofern, denke ich, sind wir gerüstet für dieses Endspiel, immer unter der Voraussetzung, dass nicht nur irgendwas passiert, weil natürlich gibt es auch immer wieder Rückschläge im Training. Ich hoffe, dass wir die jetzt nicht haben, dass sich alle auf dieses Endspiel freuen. Ich bin mir sicher, es wird eine fantastische Atmosphäre, eine einmalige Atmosphäre für ein FVM-Pokalfinale. Ich glaube, das ist die absolute Traumkonstellation, dass die Viktoria gegen Fortuna Köln spielt. Ich gehe davon aus, es wird medial explodieren in der Woche vor dem Endspiel, weil alle anderen Themen dann irgendwo so beiseite geschoben werden. Und das werden wir spüren und dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Und wenn wir tatsächlich das Endspiel noch gewinnen, ich glaube, dann können wir auf eine grandiose Fortuna-Saison zurückblicken. Danke dir.